Hallo, ich bin Jessica. Ich bin 15. Hattest du jemals einen Kampf um Leben und Tod? Ich habe durch Schmerzen und Leiden um mein Überleben gekämpft und gewonnen. Meine Geschichte lehrt mich, dass eine Person viele Schwierigkeiten überwinden kann. Aber wenn sich viele Menschen vereinen, werden unglaubliche Dinge möglich. Sieh dir dieses Video bis zum Ende an, wenn du wissen möchtest, wie ich den schwierigsten Test meines Lebens bestanden habe. Die erste Nachricht, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnere, war, dass meine Familie keine Haustiere bei uns haben könnte, weil ich eine Tierallergie habe. Ich war darüber sehr aufgebracht. Fast alle meine Freunde hatten entweder eine Katze oder einen Hund. Einige hatten sogar eine ganze Farm und ich konnte sie nicht einmal besuchen. So wurde eine der am meisten geschätzten Träume vieler Kinder für mich unmöglich. Seit meiner Kindheit habe ich immer gerne Zeit im Freien verbracht. Ich war ein sehr aktives Kind. Meine Freunde und ich kletterten auf Bäume und erkundeten die Dächer verlassener Häuser. Später verwandelte sich meine Leidenschaft in eine Extremsportabhängigkeit. Ich habe mein Glück so oft herausgefordert. Es ist schwer zu glauben, dass mein größtes Problem dennoch nicht auf meine extremen Abenteuer zurückzuführen sind. Irgendwann habe ich bemerkt, dass sich meine Allergie verschlimmert hat, sodass ich all meine sportlichen Aktivitäten vorübergehend einstellen musste. Ich hatte Atemprobleme. Das ist mir früher nie passiert. Aber jetzt hatte ich einen der schlimmsten Husten. Meine Augen tränten und am schlimmsten waren die Erstickungsanfälle. Ich konnte mich nicht auf mein Studium konzentrieren und mein Gedächtnis begann zu versagen. Meine Eltern brachten mich zu einem Arzt. Er diagnostizierte bei mir eine Allergie und verschrieb mir Antihistaminika. Er sagte, dass sobald alle Symptome verschwinden werden. Aber die Pillen haben nicht geholfen. Es wurde nur noch schlimmer. Die Erstickungsanfälle wurden immer häufiger. Einmal fiel ich von meinen Klassenkameraden in Ohnmacht. Das war ein ziemlich unangenehmer Moment. Bist du jemals an einem öffentlichen Ort in Ohnmacht gefallen? Teile deine Geschichte in den Kommentaren. Nicht ganz so angenehm, oder? Ich würde sogar sagen, dass es mir peinlich war. Ich habe mich eigentlich immer für stark gehalten. So etwas sollte mir nicht passieren. Niemals. Ich wachte umgeben von Menschen auf, die ich nicht einmal kannte. Das Schulpersonal rief einen Krankenwagen für mich. Die Ärzte brachten mich ins Krankenhaus und ich fühlte mich so allein. Es war das erste Mal, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Meine Familie war nicht bei mir, ich hatte Angst, weil ich mich nicht nur unwohl fühlte, sondern auch nicht einmal wusste, warum mir das passiert war. Es war niemand da, der mich unterstützte. Das war traurig. Aber eine Minute später kamen meine Eltern zur Tür rein. Ich war so froh, sie zu sehen, ich bat sie, mich nach Hause zu bringen. Aber sie antworteten, dass die Ärzte eine vollständige Untersuchung für mich angeordnet hätten, um die Ursache meiner Symptome herauszufinden. Einige Tage später erklärte der Arzt meiner Familie und mir, dass die Röntgenaufnahmen eine Kopfverletzung aufwies und dass dieses Trauma Anomalien in den für die Atmung verantwortlichen Hirnregionen verursachte. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel von seinen Erklärungen verstanden. Wie ist es möglich, dass ich wegen einer Kopfverletzung nicht atmen konnte? Es war wirklich schwer zu verstehen. Aber eins wusste ich ganz genau, ich hatte in letzter Zeit keine Traumata. Was konnte dies nur verursachen? Ich fragte den Arzt, ob er sich irren könne. Könnte es sein, dass dies nichts mit einer Hirnverletzung zu tun hat? Er antwortete jedoch mit der Erklärung, dass der Unfall möglicherweise vor einigen Jahren passiert sei und dass ich es damals sogar für unwichtig hielt, ins Krankenhaus zu gehen. Aber das konnte nicht sein. Ich benutzte immer Protektoren. Ich bat den Arzt, die Ergebnisse noch einmal zu überprüfen, weil ich mich immer eigentlich um meine Gesundheit kümmerte. Aber am Abend beim Abendessen im Krankenhaus erinnerte ich mich daran, wie schwer ich mir nach einem Sturz den Kopf angeschlagen hatte, als ich 7 war. Ich war damals nicht aktiv im Sport. Ich hatte gerade Rollschuhlaufen gelernt. Mein Kopf traf die Bordsteinkante, als ich fiel. Ich verlor nicht das Bewusstsein, hatte nur ein bisschen Kopfschmerzen und vergaß es dann. Ich hatte nicht mal von diesem Vorfall meinen Eltern erzählt. Am nächsten Tag ging ich zum Arzt, um diese Erinnerung zu teilen, aber meine Eltern saßen in seinem Büro. Ich wagte es nicht, ins Zimmer zu kommen, sondern beschloss, draußen zu warten. Ich konnte das Gespräch mit anhören. Der Arzt sagte, mein Zustand sei sehr ernst.
Und wenn wir nicht schnellstmöglich mit einer Therapie beginnen, kann das tödlich enden. Ich konnte nicht anders als zu weinen. Meine Eltern hörten mich und kamen heraus. Sie umarmten mich sanft. Ich erzählte ihnen von meinem Sturz als Kind und entschuldigte mich dafür, dass ich damals nichts gesagt hatte. Ich fühlte mich schuldig, weil dies vielleicht nicht passiert wäre, wenn ich damals vorsichtiger gewesen wäre. Ich bestrafte mich selbst. Ich war frustriert. Ich wusste, dass meine Familie nicht die finanziellen Mittel hätte, um die notwendige Behandlung zu decken. Und meine Eltern trösteten mich und versprachen, einen Weg zu finden. Bald wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen, weil sich mein Zustand verbesserte. Ich ging zur Schule. Meine Klassenkameraden machten sich Sorgen um mich. Immerhin sahen sie mich alle in Ohnmacht fallen. Sie umringten mich und erkundigten sich nach meinem Zustand. Ich sagte ihnen, dass es mir besser gehen würde. Aber der Dozent unserer Klasse hat irgendwie die Wahrheit über mich herausgefunden. Sie organisierte eine Hauptversammlung und schlug vor, eine Spendenaktion zu organisieren. Sie hatte die Idee, ein Benefizkonzert zu geben und alle Stadtbewohner einzuladen, und alle stimmten dieser Idee ohne weiteres zu. Als ich bei diesem Treffen saß, empfand ich eine ganze Reihe von Gefühlen, von Scham bis Dankbarkeit. So viele Menschen opferten ihre Zeit und Energie für mich. Gleichzeitig ist es großartig, Menschen zu haben, die einen aufrichtig unterstützen wollen. Helfen dir deine Freunde? Nun, damals war ich nicht an diese Aufmerksamkeit gewöhnt. Ich brach direkt vor dem Publikum in Tränen aus. Schon wieder vor allen. Es war so ein emotionaler Moment. Ich erzählte meinen Eltern von dieser Initiative in der Schule und sie waren froh, weil die Behandlungskosten zu hoch waren und sie waren schon am Verzweifeln. Meine Freundin und ich haben angefangen, das Programm der Veranstaltung zu erstellen. Ich entschloss mich also auch daran teilzunehmen. Ich war früher kreativ, ich habe Gedichte geschrieben und Musik komponiert, also beschloss ich, mein Lied am Ende des Konzerts aufzuführen. Als ich nach Hause kam, suchte ich nach meinen Unterlagen und konnte sie aber nicht finden. Es stellte sich heraus, dass sie beim letzten Umzug verloren ging. Ich war so aufgebracht, aber meine Mutter meinte, warum schreibst du nicht ein neues Lied? So fing ich an zu komponieren. Wahrscheinlich wegen all der Dinge, die mir in letzter Zeit passiert sind, fielen mir sehr schnell eine Melodie und Texte ein. Ich teilte mein neues Stück mit meinen Eltern und sie mochten es sehr. Ich war so zufrieden mit mir. Nach mehreren Proben in der Schule freute ich mich auf den Moment, an dem ich auf die Bühne gehen konnte. Die Vorbereitungszeit verging zu schnell. Wir haben nicht bemerkt, wie schnell der Konzerttag kam. Ich stand hinter der Bühne und wartete darauf, dass ich an die Reihe kam. Plötzlich, kurz vor meinem Auftritt, fing ich an, heftig zu husten. Jemand gab mir ein Glas warmes Wasser. Ich nahm einen Schluck und rannte auf die Bühne. Es gab eine unangenehme Pause. Alle warteten. Ich fing an, am Mikrofon zu singen. Alles drehte sich. Ich konnte nicht atmen. Ich hielt den Mikrofonständer fest, aber da er nicht befestigt war, fiel ich damit auf den Boden. Schon wieder vor allen. Aber diesmal geschah es an einem der wichtigsten Tage. Von dieser Veranstaltung hing mein Leben ab. Was für eine Schande, dachte ich. Jedoch konnte ich nicht aufstehen, obwohl ich mein Bestes gab. Meine Eltern rannten auf die Bühne, dann schloss sich ihnen der Arzt an, der das Konzert besuchte. Ich wurde zur Besinnung gebracht. Als ich aufstand, war es still in der Halle. Ich tappte auf das Mikrofonkabel und das Mikrofon summte. Dann nahm ich es und fing an zu singen. Plötzlich vernahm ich die Stimme meiner Eltern und Freunde. Es stellte sich heraus, dass sie während der Proben die Texte meines Liedes auswendig lernten. Es war so ein emotionaler Moment, der beste Moment meines Lebens. Das Publikum gab uns stehende Ovationen. Das Geld, das wir gesammelt haben, reichte dennoch nicht aus, um die Behandlung zu finanzieren. Jedoch wurde meinen Eltern einige Tage nach dem Konzert von einer Person, die anonym bleiben wollte, ein ausreichender Geldbetrag überwiesen. Wir waren überglücklich. Ich bekam meine Behandlung. Alles lief prima. Während ich im Krankenhaus war, habe ich mehr Songs komponiert und jetzt plane ich, mein erstes eigenes Album aufzunehmen. So hat sich mein Leben verändert. Jetzt bin ich fast gesund, aber ich habe gelernt, wie viel Liebe und Unterstützung bedeuten. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine so extreme Erfahrung wie während meiner Krankheit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke bitte auf Gefällt mir. Und YouTube wird es weiteren Menschen zeigen, damit sie meine Geschichte auch sehen können. Abonniere uns und vergiss nicht, aufs Glöckchen zu klicken, wenn du so schnell wie möglich neue Geschichten sehen möchtest. Alles Gute!
Ich ging auf die Bühne verkleidet als Geist, um mich an meinem Mörder Mark zu rächen. Er spielte an diesem Tag Klavier. Ich berührte seine Schulter. Warum hast du mich umgebracht? Er drehte sich um. Und als er mich sah, wurde er ohnmächtig. Was zum Teufel sollte ich jetzt tun? Er wachte nicht auf. Ich hatte nicht gedacht, dass das so enden wird. Alles begann an dem Tag, an dem die Schule das Berichterstattungskonzert ankündigte. Es sollten die besten Musiker dort sein. Wow, sie würden einen Studenten auswählen, der ohne Prüfungen in die Musikakademie reinkommen würde. Und das werde definitiv ich sein, denn dann würde ich endlich von meinen Eltern ausziehen können, die mich sogar für eine 2 in Solfeggio grauenvoll bestrafen. Das einzige Mal, wo sie mich nicht angeschrien haben, war während meiner Erdnussallergie. Ich habe sogar gelernt, wie man das genau ausnutzt. Das war eine Möglichkeit, der Strafe zu entkommen. Und immer halfen mir ein paar Nüsse dabei. Die Stimme des Musiklehrers lenkte mich ab. Treffen Sie den neuen Mann, Mark. Er ist ein brillanter Pianist. Hä? Was für ein Mark. Ich drehte mich um und sah einen großen Mann mit Locken vor mir stehen. Ich gab vor, mich zu freuen, ihn zu treffen. Und dann fügte der Lehrer hinzu, Mark wird beim Berichterstattungskonzert auftreten. Dieser neue Typ wollte meinen Platz einnehmen. Der Lehrer bot an, alles ehrlich zu lösen. Bereiten Sie sich auf die Aufführung vor und morgen werde ich auswählen, wer bei dem Konzert auftritt. Den ganzen Tag in der Schule konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was würde ich meinen Eltern sagen? Sie würden mich einfach in die Luft jagen. Als sie mich nach der Schule abholten, erzählte ich ihnen zögernd, dass es einen anderen Pianisten in der Klasse gab. Und morgen würde der Lehrer entscheiden, wer von uns bei dem Konzert dabei sein wird. Aber meine Eltern schrien, warum sollte das ein Neuling sein? Es schien so, als hätte Papa sogar fast mir eine schwingen wollen. Warte, das ist doch nicht meine Schuld. Es musste etwas dagegen unternommen werden. Und dann erinnerte ich mich, dass ich Erdnüsse in der Tasche hatte. Besonders für solche Fälle. Ich schluckte schnell die Nuss runter und in derselben Sekunde schwoll mein Gesicht an. Meine Mutter zog mich panisch in die Luft. Es funktionierte. In diesem Moment kam Mark am Parkplatz vorbei. Verdammt, ich wollte nicht, dass dieser mich so sieht. Aber dieser Typ schaute uns an und er fragte ironisch, was mit mir los sei. Mama antwortete, das alles sei wegen der Nüsse. Und anscheinend hätte ich in der Schule was Falsches gegessen. Mark sagte wütend irgendwas und ich stieg schnell ins Auto. Lach mich nicht aus. Zu Hause dachte ich den ganzen Abend darüber nach, wie ich diesen Idioten beim Konzert umgehen kann. Mark hat keine Chance. Ich würde besser abschneiden und von meinen verrückten Eltern in die Musikakademie ziehen. Ich ging den Schulflur entlang, als ich Marks Stimme aus dem Lehrerzimmer kommen hörte. Er bat schüchtern, heute mit dem Notizbuch zu spielen, denn er hat die Noten nicht gelernt. Wie erbärmlich war er? Aber plötzlich hatte ich eine Idee. Was, wenn ich sein Notizbuch stehlen würde? Mark würde dann nicht spielen können. Ich rannte in die Umkleide. Marks Aktentasche und das Notizbuch waren wahrscheinlich da. Ich schlüpfte rein und sah mich um. Aber in demselben Moment waren Schritte vor der Tür zu hören. Verdammt! Mark kam in die Umkleide. Er sah mich ungläubig an und fragte, was ich hier machen würde. Ich biss die Zähne zusammen und log, dass ich ihm Glück wünschen wollte. Mark zuckte mit den Achseln und griff nach dem Rucksack in sein Schließfach. Und genau in diesem Moment umarmte ich ihn. Mark, alles wird funktionieren. Während er irgendwas verwirrt murmelte, schnappte ich mir geschickt die Noten aus seinem Rucksack. Jetzt schauen wir mal, was das Talent bei ihm so macht. Ich ging schnell aus dem Raum. Ich konnte es kaum erwarten, zu sehen, wie Mark sich blamiert. Er setzte sich ans Klavier und fing an, in seinem Rucksack nach den Noten zu suchen. Aber natürlich fand er nichts. Das war so lustig. Er stand auf und sagte, er könnte heute Abend nicht spielen. Und dann ging er hinter die Bühne. Hä? Habe ich so leicht gewonnen? Natürlich war meine Aufführung einwandfrei. Der Lehrer gratulierte mir zu meinem Sieg. Der Platz beim Konzert war mein. Plötzlich rief Mark mich hinter der Bühne und sagte, er hätte was für mich. Der Preis für den, der ihn in einem fairen Kampf geschlagen hat. Unerwartet. Mark gab mir einen großen Schokoladen-Creme-Kuchen. Er sagte, er wollte damit zufrieden geben, wenn er gewann. Aber jetzt war das mein. Der Kuchen sah so lecker aus, dass ich sofort einen Bissen nahm. Und in derselben Sekunde schwoll mein Gesicht an. War das Erdnüsse? Mark, wie konntest du? Meine Augen wurden dunkel. Das ist mir noch nie passiert. Anscheinend waren das so viele Nüsse im Kuchen. Meine Beine gaben nach und der Lehrer rannte sofort auf mich zu. Das Letzte, was ich hörte, war, dass er sagte, dass wenn es mir nicht besser gehen würde, würde Mark an meiner Stelle sein. Und dann wurde alles schwarz. Ich bin im Krankenhaus zur Besinnung gekommen. Meine Eltern standen wütend neben meinem Bett. Sie beschimpften mich, dass ich diesen dummen Kuchen gegessen habe. Ich konnte die nahe Zukunft vergessen. Und das Klavier.
Als meine Eltern den Raum verließen, war ich bereits den Tränen nahe. Jetzt würden sie mich nicht zur Akademie schicken und ich würde niemals von meinen Eltern ausziehen können. Meine Sklaverei wäre ewig. Ich musste irgendwie diesen Markt dazu zwingen, die Aufführung sausen zu lassen. Ich brauchte was Schlechtes. Ich griff sofort nach dem Telefon und schaute mir Marks Facebook-Seite an. Er postete oft gruselige Geistergeschichten. Also glaubt er an Geister? Er hat vor ihnen Angst? Perfekt. Ich könnte so tun, als wäre ich nach seinem Trick tot. Ich würde so tun, als wäre ich ein Geist, würde ihn verfolgen und ihm dann sagen, dass er die Aufführung sausen lassen muss, wenn er leben möchte. Ich sah keinen anderen Ausweg und eilte sofort zum Arzt. Ich bat sie unter Tränen, mich aus dem Krankenhaus gehen zu lassen. Ich musste wirklich bei einem Konzert sein. Der Arzt stimmte zu, obwohl ich wirklich noch nicht gut aussah. Ich habe versprochen, zu Hause zu bleiben. Aber natürlich ging ich sofort zur Schule. Und in der ersten Stunde schlich ich mich in das Männerzimmer. Und dort schrieb ich mit dem roten Lippenstift auf dem Spiegel, Mark, gib auf. Danach versteckte ich mich und wartete darauf, bis Mark reinkam. Ich würde seine Reaktion beobachten. Aber Mark, der lachte nur. Oh Mann, ich brauchte einen anderen Plan. Ich entschied mich, ich würde ihn wirklich schwer erschrecken. Nachts kletterte ich in einem Geisterkostüm in Marks Haus und rief, er müsste das Konzert sausen lassen. Also, ich musste ihn wissen lassen, dass Geister sich mit ihm anlegen wollten. Ich folgte Mark nach der Schule zu seinem Haus. Die Straße schien endlos lang. Wie weit weg lebte er denn? Nicht so wie ich. In 2 Stunden erreichten wir den ärmsten Teil der Stadt. Mark ging zu dem Haus, das eher wie eine Scheune aussah. Lebte er hier? Das konnte ich nicht glauben. Sobald er drin war, spähte ich vorsichtig rein. Das war voller Kinder in Lumpen. Und ich habe mich früher über meine Eltern beschwert. Es sah so aus, als würde Marks Leben noch schlimmer sein. Ich war so gespannt auf diese Scheune, dass ich noch nicht mal bemerkte, wie ich auf eine Plastikflasche trat. Und es gab ein Knirschen. Von sich. Ich hoffte, sie haben mich nicht gehört. Und dann wurde ein Mann im Raum misstrauisch und sagte, er habe von einem Dieb gehört, der in der Gegend war. Oh, das war Marks Vater. Er fügte hinzu, dass er jetzt bis zum Morgen aufbleiben und das Haus bewachen müsste. Verdammt, ich könnte mir vorstellen, für den Rest meines Lebens die Vorwürfe meiner Eltern mir anzuhören, wenn ich nicht zu der Akademie komme, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Also beschloss ich, direkt zur Generalprobe zu gehen. Morgen, das war meine einzige Chance. Am Morgen puderte ich mir mein Gesicht weiß und aß sogar eine Nuss, damit ich wieder ein bisschen geschwollen bin. Jetzt sah ich aus wie ein echter Geist. Ich versteckte mich hinter den Kulissen und wartete auf Mark. Da war er endlich, jetzt oder nie. Während er spielte, schlich ich mich hinter ihm. Und ein paar Sekunden zögerte ich. Aber dann erinnerte ich mich, warum ich hier war. Ich zischte. Mark, warum hast du mich getötet? Sobald er mich sah, wurde er weiß und fiel zu Boden. Panik ergriff mich, als ich mich hinkniete und versuchte, ihn wieder zur Besinnung zu bringen. Hey, wach auf, mir geht es gut, ich lebe. Mark öffnete seine Augen und sprang sofort auf die Füße. Boah, ich war froh. Aber er rief nur, nimm meinen Platz ein, komm einfach nur nicht näher. Und rannte aus der Halle. Ich rannte sofort zum Büro des Musiklehrers. Ich war gerade entlassen worden. Ich bin bereit aufzutreten. Der Lehrer war froh, dass ich mich schnell erholt habe, denn das Konzert war kurz vor dem Scheitern. Es stellte sich heraus, dass Marks Eltern gestern Abend seine Dokumente von der Schule weggenommen haben. Also, sie hatten es satt, um für Musik Geld auszugeben, denn das war Unsinn. Das Konzert war seine letzte Chance zu beweisen, dass es etwas wert war, also die Musik. Aber im letzten Moment weigerte sich Mark zu spielen. Jetzt wird er in eine Schule an einer örtlichen Fabrik gebracht, was eigentlich schade ist, denn er ist ein großartiger Pianist, das sagte der Lehrer. Und plötzlich schämte ich mich so sehr. Mark war großartig. Ja, er war auch besser als ich. Und was hätte ich tun können? 2 Stunden vor dem Konzert. Ich rannte schnell zu Marks Haus. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Schließlich erschien er in der Tür. Er starrte mich überrascht an. Was machst du hier? Ich packte ihn in den Arm und zog ihn mit sich. Das Konzert ist heute und du spielst an meiner Stelle. Aber Mark widerstand und wollte nicht gehen. Dann plasste ich heraus. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass dieses Konzert für dich so wichtig ist. Und in einem fairen Kampf hast du trotzdem gewonnen. 1 Stunde später standen Mark und ich hinter der Bühne und warteten darauf, dass ich an der Reihe war. Mark fragte besorgt, ob ich sicher sei, dass ich nicht spielen wollte. Ich nickte und schob ihn leise auf die Bühne. Ich sah von der Bühne aus, wie Mark spielte. Wunderschön, als hätte er sich sein ganzes Leben lang auf diese Aufführung vorbereitet. Als er fertig war, brach das Publikum einen Applaus aus. Ihm wurde sofort ein Platz an der Akademie angeboten.
Für eine Sekunde war ich betrübt. So sehr wollte ich den Platz haben. Aber Mark hat es verdient. Und dann rief mich jemand. Es war unser Musiklehrer. Er kam näher und reichte mir ein Stück Papier. Was ist das? Ich schaute genauer hin. Es war eine Einladung, in der Akademie zu studieren. Aber wie war das möglich? Der Lehrer antwortete, dass er mich immer als eine seiner besten Schülerinnen betrachtete und bat, in der Akademie 2 Plätze für uns zu haben. Freudetränen kamen mir. Ich ging endlich mit Mark zusammen auf die Akademie. Ich konnte es nicht glauben. Ich versuchte immer wieder, mir heimtückische Pläne auszudenken. Und es stellte sich heraus, dass die Hauptsache immer darin war, menschlich zu bleiben. Und das Leben würde selber alles auf die Reihe kriegen. Ich sah Mark an und schlug vor, unseren Sieg mit etwas Süßem zu feiern. Aber hey, bitte keine Erdnüsse. Er lächelte mich an. Dir gefiel das Video? Dann gerne den Kanal durch ein Like und ein Abo unterstützen. Danke!